Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sicherlich haben das Video vielleicht ein paar von euch gesehen, weil ich mal vor irgendeinem Jahr mal hochgeladen hatte. Aber viele Leute dieses Video nicht mehr gefunden haben, weil ich es im letzten Video erwähnt habe. Und ich habe es auch tatsächlich nicht mehr gefunden. Aber ich hatte es noch in meiner Galerie, zwar ohne Ton. Aber jetzt versuche ich es nochmal neu zu sprechen. Ich habe da auch so ein komisches Pflaster um, also ich hoffe, das stört euch nicht. Ist halt ein bisschen älter, wie gesagt. Vor einem Jahr hatte ich das gemacht, aber ich versuche das genau trotzdem so zu erklären, wie ich es denken würde. Genau, ich würde dann sagen, wir fangen mit den Materialien an, die ihr dafür braucht. Und so könnt ihr dann diese Tüten, so können diese Tüten aussehen. Und da ist mein komisches Pflaster. Ja, ich finde, die sehen sehr realistisch aus. Und das kann jeder von euch zu Hause machen. Ihr braucht so einen Crema-Katalog, also ich glaube, ich hatte den mal von Crema da früher. Und dann braucht ihr einfach eine Schere, müsst ihr die gewünschte Form ausschneiden, die ihr gerne haben möchtet. Und was ihr dann auch noch braucht, ist Tesafilm. Und ich habe, ja, dann habt ihr genau Tesafilm. Und da müsst ihr Tesafilmstreifen ablängsen und die dann rund um das Papier-Ding da kleben, sodass es so aussieht. Wirklich an jeder Ecke, dann braucht ihr einen Papierstreifen. Den klebt ihr dann so an die Tesafilmstreifen und schneidet dann das Ende ab, sodass ihr so fast die Hälfte eines dreidimensionalen Dings habt. Und ihr schneidet dann wieder ein Papier aus einem Papierstück. Genau die gleiche Form, die ihr von eurem Futterstück dann habt, genau die gleiche Form, damit ihr es auch darauf kleben könnt. Und dann solltet ihr so etwas haben. Ich hoffe, das kann man verstehen. Genau, das müsst ihr dann, das könnt ihr dann mit Papierknügeln befüllen, die ihr davor benutzt habt. Und die steckt ihr dann einfach da rein, sodass das halt, ja, so aussieht. Und jetzt müsst ihr das noch schließen, indem ihr das einfach so zusammenknickt und einfach nochmal mit Tesafilm befestigt. Und hier habe ich noch ein paar Beispiele, also wie man es machen könnte. Also es geht wirklich mit jeder Form. Also ja, das war's mit dem Video. Und so sieht das jetzt ungefähr aus. Also ich hatte dann auch früher noch mehr gemacht und ja, also seid mir nicht böse oder so. Aber ich wollte halt, dass es ein paar Leute noch sehen, dass dieses Video noch existiert. Es existiert jetzt wieder. So, und ich wurde tatsächlich wirklich angeschrieben, ob ich so ein Video machen kann. Muss man mir nicht glauben, aber sollte man mir glauben. Vielleicht kann sich diese Person auch mal melden, damit es alle glauben. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wovon ich jetzt hier rede. Ich denke, das interessiert jetzt auch keinen Menschen. Aber falls das noch irgendwelche Leute gebraucht haben, weil es ja so nach dem Fall war, dass manche noch ein DIY oder was Selbstgebasteltes wollten, was man für schlecht benutzen kann, dann dachte ich mir so, ja, du hast dann auch dieses Video. Denn ich hatte nach einem, ich wollte dieses Video wieder drehen, weil es halt nicht online war, nicht mehr gab sozusagen. Und dann sagte ich mir so, ja, ich habe keinen Crema-Katalog mehr. Dann dachte ich mir so, was kann ich denn noch machen? Und dann habe ich es tatsächlich noch in meiner Galerie gefunden, zwar ohne Ton, aber mit Kinemaster da, mit dem zeigt. Ich glaube, das ist jetzt nicht mal so schlimm. Wird jetzt nicht so jedem stören. Und das, genau. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Aber heute kommt noch ein Video. Ich weiß nicht, wann soll es kommen? 18 Uhr oder so? 17 Uhr. Ich vermute mal 18 bis 17 Uhr. Mal sehen. Also ihr könnt ja gerne vorbeischalten. Ich wollte ja auch noch die Serie drehen. Da bin ich mir, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich muss mal gucken. Vielleicht kommt wieder so ein Video wie gestern oder ja, mal sehen. Also seid gespannt, was euch erwarten wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.